Guten Morgen, meine Lieben. Ich sag's euch, das war eine Nacht. Italien ist EM-Meister. Hab ich richtig gesagt? Nee. EM-Meister. Europameister. Mama kriegt sich nicht auf. Ja, Entschuldigung. Mama und Fußball. Papa und Schminke. Ist nicht genauso null mit Fußball. So. Auf jeden Fall war das so laut. Ich kann euch hier die Story einblenden. Hier, eine ruhige Nacht ist, glaube ich, heute vergebens. Oder? Ich war am Einschlafen, auf einmal. Feuerwehr, wie viel Wester? Feuerwehr, Raketen. Du bist ja sehr erschrocken. Was schießt der überhaupt? Das gibt's ja nicht. Das sieht man überhaupt? Schon wie es raucht. Ja, aber was für ein Licht hat der sogar. Was ist denn dieser? Na, gehen wir rein. Ich war so müde. Ich hatte vorhin. Vor Nacht habe ich nur 2 Stunden oder so geschlafen und danach, ich konnte nicht einschlafen. Dann war es auch noch so heiß hier in dem, ich habe mich hier mit Luisa geschlafen, Luisa schläft übrigens noch, mit Luisa und Philipp habe ich hier geschlafen und der Papa hat im gekühlten Klimazimmer geschlafen. Ja. Gönn dir. Eieiei, und jetzt werden wir was frühstücken. Der Papa hat uns so leckere Croissants und Donuts geholt beim Bäcker gegenüber. Ja, aber Sette, Robot. Sette Kokos. Das heißt Donuts. Und jetzt, wie man sieht, der Strand ist leer. Die Italiener feiern noch. Scheinbar. Oder? Das sind alle sogar noch in Alkoholrausch. Ja, diese Nachbarn da. Die haben so laut geschrien, gell? Boah, als sie gewonnen haben. Mir musste man gar nicht sagen, dass Italien gewonnen hat. Ich habe so eine Nachbarn gehört. Das war drei Pferde. Ja, auf jeden Fall. Wenn wir uns dann hierher pflanzen. Wir haben den ersten Schirm da unten. Den da. Den und den. Cool, oder? Den da will. Den da will. Auf jeden Fall sieht nichts los. Es ist wie spät? 8.30 Uhr oder so? Normalerweise ist so viel los um die Uhrzeit. Aber ja, aber wir sind ready. Ich habe mir schon umgezogen. Treffen Sie jetzt mit der Familie. Ja, wir haben gewonnen. Ja, was ist dort? Heute gibt es Pizza Pasta. Das ist Verkäufe von. Das ist ein Bikini-Stand oder so ein Verkaufsding, oder? Gibt es auch Burkini für mich? Boah, möchte ich mit Burkini. Alles klar. Komm nicht mehr am Strand. Okay. Nimm nicht! Ha! Ja! Das ist doch nicht kalt. Ich habe alle Kinder damit eingeschmiert. Keiner hat einen Mucks gemacht. Ha! Also wir lachen alle. Das reicht schon. Nehmen Sie mich. Ja, Mama, nehmt ihr. Ja, was das Schmieren oder? Mama! Sonnencreme. Ah, Mama! Ja, aber! Hey, wir haben sie nicht. Das ist wie Exorzismus. Wirkt was bist du für eine Memme? Ah, Diana, es reicht schon. Wir haben sie im Kühlschrank. Ja, wir haben. Morgen werde ich sie im Kühlschrank lagern. Aber du tust Schmieren oder mit dem Schmieren? Ja, mach ich ja auch nachher dann. Das war nur seitlich. Oh, das hat wehgetan. Nee, diese darf ich nicht. Das ist nur für Papa, ist kalt. Die ist doch gar nicht kalt. Weil kalt, Lara. Nein! Aber ich habe die Lara auch mal mit eingeschmiert. Ich habe die auch mal mit eingeschmiert. Du und der Papa ist ja echt durchnehmen. Ja, mi. Mama, die ist ja klein. Ja, ist ja auch ein kleiner Fuchs, oder? Du legst sie mit dem Bauch drauf, so. Na, schau so. Ist das. Viva Italia! Das ist deine Befassung? Ja, ich mach schon. Ich mach's alleine. Wir liegen schon hier auf unserer Liege. Die Kinder sind kurz, also die sehr Großen sind kurz ins Zimmer nochmal raufgegangen, was holen. Die waren bis jetzt im Wasser und der Papa und die zwei Kleinen holen jetzt gerade was zum Trinken. Und ich liege hier mit dem Kleinen. Schaut mal, das ist mein Blick. Wir haben unsere Liege hier gleich in der ersten Reihe genommen, dass wir super Blick auf die Kinder haben. Wir haben auch wieder so unser Planschbecken gefunden und der alte. Und ich hatte ja eins gekauft, habe ich gezeigt im Kofferbacken-Video.
frag mich, ob sich der alte Mann, der neben mir liegt, fragt, ob was diese komische Frau da mit ihrer Kamera redet. Aber nach so vielen Jahren YouTube ist mir das gar nicht mehr peinlich, wenn mich die Leute irgendwie komisch anschauen. Ja. Die Maus schläft. Er nuckelt im Schlaf. Ja. Ich liege mit ihm natürlich im Schatten. Ich habe ihn aber auch eingeschmiert. Und es ist so wunderbar. So entspannend. Es ist schön. Urlaub tut wirklich gut. Man braucht man auch keinen. Und ja. Kurzes Update. Schaut mal, der Papa hat mir ein, das ist das Wassermelonen-Slushy geholt oder Granite. Und die Mädels haben, was hast du, Luigi? Cola-Eis. Cola. Cola-Eis? Ist lecker? Mhm. Mhm, natürlich ist lecker. Zwei Großen sind jetzt auch nochmal zum Papa gegangen, dass er ihnen auch Slushies kauft. Die Michelle hat ihr Wasserspielzeug. Nimm das mit Pepper Woods, wenn dir das mit dem Einhorn spannt. Mama, das ist meins. Schau, das ist normal. Mama, Michelle, du kannst dein Tuch schwimmen. Danke, Lara. Wenn du das jetzt nicht gesagt hättest, hätte sich die Michelle. Ich wusste gar nicht, dass man so schwimmt. Nö. Gehst du auch mit, Luisa? Seit da schwimmt man. Schaut mit Papa ins Wasser? Wir zwei? Luisa macht meine Schuhe nass. Naja. Sie putzt sie. Luisa, was ist dein Hobby? Meine Schuhe nass. Ich trinke mal Fanta und dann gehen wir ins Wasser, oder? Hallo, kommst du auch? Nö. Gehst du ins Wasser? Nö. Ich bleib da. Na gut, dann gehe ich ein bisschen ins Wasser. Ich war nämlich noch nicht im Wasser. Schade. Und du mit deiner Schlangenhaut schon? Ich war schon. Ich habe schon mich enthäutet. So, jetzt sind alle weg und ich bin mit dem kleinen Philipp da. Wir entspannen uns ohne Zickenterror da. Ja, also die ganze Bande ist im Wasser. Nur wir zwei, die Männer, die richtigen Männer, sind noch da im Schatten geblieben. Wir. Wow, ist das für uns drei? Ja. Wer hat Hunger? Hm? So, ich zeige euch mal das Essen. Ausgepackt und mal, wie lecker das ausschaut. Das ist wirklich super frisch. Und die Lisa schmiert mich gerade mit Sand an. Magst du mich mit Sand einschmieren? Die Lisa wollte Pommes und die Michelle hat hier eine leckere Lasagne. Und schmeckt? Und das ist auch anders. Und Lara, schmeckt sie auch? Das ist auch eine Gabel. Das ist eine Gabel, ja, aber du brauchst keine Gabel, gell? Du kannst mit den Fingern essen. Kann ich noch ein Pommes? Mm. Dann kannst du mir abgeben. Ich finde die Fische leckerer, wenn sie so klein sind. Ein Haufen Kinder da. Ist das die rote Gruppe da? Die Lara ist kaum mehr zum See, schon. Genau. Morgen können wir dann auch sein Spiel bringen. Wir haben ja sein Boot. Ah ja, schau, Mama, er hat, der will nicht mehr auf den Rücken. Ja. Ja. Er mag mehr sehen. Mal mehr sehen. Ich würde gerne was Süßes essen. Das ist nicht süß genug. Trajetura. Nachmittag. Ist auch zu geil. Wir sind mega peinlich. Du versteckst dich hinter dieser Stange, weil? Da kann mich keiner sehen. Die Stange ist breit genug für dich. Es tut mir leid, Toto Italiano wollte nicht Trajetura sagen. Aber ich glaube nicht, dass dich jemand versteht, wenn du auch von mir redest. Ich weiß nicht, das ist auf Italienisch oder? Trajetura. Na gut. Wir gehen mal einen Kaffee holen, oder? Ja. Oder ich gehe mal einen Kaffee holen. Kommt ihr mit? Ich nehme euch mit. Was bist du, Luisa? Okay. We'll be right back.
Sarah, schmeckt dein Eis? Die Lara chillt ja richtig im Pool. Und was dir schmeckt denn Eis? Kannst du mein Kaffee machen, Bauer? Ist das meiner? So, jetzt muss ich eine Kostprobe machen. Und ist das lecker? Mega lecker. Wir sind jetzt wieder im Zimmer. Wir haben jetzt alle geduscht. Und mal warten wir eigentlich noch auf den Papa. Dann fahren wir ein bisschen einkaufen. So Lebensmittel, also so ein paar Sachen. So Früchte wollen wir uns kaufen. Aber ich komme mit. Du kommst mit? Natürlich, alle kommen mit. Ja. Aber dann bleiben wir am Strand. Manche Leute bleiben noch am Strand. Ja. Und wir sind noch alleine am Strand. Wenn Sie das wollen, dürfen Sie das, oder? Ja. Warum dürfen wir nicht am Strand gehen alleine? Die Kinder? Ja. Die sind wahrscheinlich eh mit ihren Eltern da. Warum sind sie schüchtern? Sind sie schüchtern? Sag mal. Das ist nicht schön. Doch. Doch? Mhm. Schön? Nicht schön? Nicht schön. Jetzt ist ein bisschen windig, wie man sehen kann. An den kann man nicht runterfallen. Wenn man. Ja, kann man nicht runterfallen. Ja, kann man auch sterben. Lara ist. Kann man sterben. Was hast du denn da Weißes im Mund? Auf dein Lolli, oder? Lara hat Lolli gegessen, jetzt ist sie ein Stück Schnitzel. Und wir haben so einen kleinen Wäscheständer. Wir mussten richtig lachen. Könnt ihr euch vorstellen, so eine siebenköpfige Familie finden wir da sehr amüsant, so einen kleinen Kleiderständer. Kleiderständer. Ist das schwer? Aber ich nehme ihn gleich. Nackig. Hey, rein mit Saluto, euch. Tutti voi. Alles klar. So, rein mit euch. Ich habe irgendwie Stress, Michelle, mit dem Kleinen da. Das erinnert mich so an Michael Jackson. Kennst du dir eine Szene mit Michael Jackson, wo er sein Baby über den... Ja. Nein, ich meine nicht das. Er hat es über den Balkon, ja, über das Fenster. Geh mal. Er wollte es den Leuten zeigen. Sein eigenes Kind. Was habe ich damit zu tun? Wieso findest du mich? Der Michael Jackson. Wieso findest du mich? Ich habe mit dieser Geschichte nichts zu tun, ja? Wir schauen dich mal. So, meine Lieben, wir waren jetzt kurz am Abend noch beim Conad einkaufen. Conad ist ein Supermarkt in Italien und da gehen wir meistens, wenn wir in Italien sind. Ich zeige euch nur geschwind, was wir heute eingekauft haben. Das ist ein Einkauf für die nächsten ein paar Tagen. Mal schauen, wie lange wir damit auskommen. Also, ich zeige euch, was wir alles eingekauft haben. Also, ich habe mir eine Melone gekauft. Dann haben wir für den Strand Trauben. Für Frühstück ein paar Tomaten. Dann irgendwas Süßigkeiten. Plumcake. Dann habe ich zwei Packungen geräucherter Käse. Scamorza affumicata. Colation. Ja, okay, irgendwas Süßes. Pfirsich. Dann haben wir noch Nektarinen gekauft. Ja, alkoholfreies Bier. Das habe ich bis jetzt noch nicht getrunken. Ich habe bis jetzt nur Moretti, glaube ich, ja. Und das habe ich bisher noch nicht probiert, aber ich bin gespannt, wie das schmeckt. Ich sage euch nachher. Davon habe ich zwei Packen gekauft. Also Milch habe ich auch noch gekauft für Cornflakes, Waffeln. Ja, Milchschnitte, das kennen wir eh. Kinderpinguin. Ein paar 80ml-Flaschen. Also das war eine 6er-Packung, aber... Ja, zum Unfallen lassen. Genau. Aufgegangen. So, eine fällt, aber es wurscht, irgendwo muss da sein. Ohrstäbchen. Dann irgendwas für, ja, keine Ahnung. Für Frauen. Für Frauen. Dann haben wir Mu. Joghurt für die Ratten. Pharma-Schinken. Cornflakes. Irgendein Salami. Toastbrot. Auch ein Toastbrot. Kinderüberraschungsei, Brioche, Babybel, ja. Feta haben wir auch noch gekauft, das essen wir auch
mit Tomaten, das schmeckt sehr, sehr lecker. Nutella, irgendeine Salami, wieder Korn, wie heißt das? Joghurt. Dann haben wir noch ein Glas Honig gekauft, Zakara Biomiele, ich weiß nicht, was das ist, vielleicht der Katzen. Auf alle Fälle Miele, Honig, Entschuldigung, Burro, das ist Butter und sehr, sehr viel Eistee. Einmal 40, einmal 40, 40, Zitrone, Zitrone. Das werden wir geschwind jetzt einkühlen, dass wir halt für am Abend und für morgen kalte Eistee haben. Was wir noch dazu gekauft haben, haben wir noch Cola gekauft. Ist ja ganz komisch verpackt. Zweierpackung, also zweimal Zweierpackung und Mineralwasser, das darf nicht fehlen. Ja, meine Lieben, das war's schon mit dem Einkauf. Ich muss mich beeilen, ich muss alles in den Kühlschrank reingeben, denn die Mama wartet draußen im Auto und da, wo wir gerade stehen, ist Parken nicht erlaubt. Aber, ja, irgendwie haben wir gemacht, also Italienisch. One week in Italien. Buonasera, signore. Questa sera with my grande famiglia. Auf alle Fälle, wir sind noch mal rausgegangen, weil wir sind in einem Vergnügungspark, der heißt Soma, Summer. Soma Park. Ja, ich bin ein Tourist. Ein Allmann, ich kann nicht Englisch. Komm, lach mich aus. Also, Summer Park. Und wir waren hier, glaube ich, letztes Mal vor 5 Jahren, oder? Vor 5 Jahren waren wir letztes Mal. Die Lara war. Gut, dass die Mama hört. Die Lara war. Ich muss auch mal nachdenken. War 3 Monate alt. Das heißt? 6 Jahre. Vor 6 Jahren. Also. Ja, ich weiß, warte. Hat sich einiges verändert? Cornflakes essen und ein bisschen iPad schauen und wir werden uns jetzt vom Vlog verabschieden. Wir sind heute am Abend nichts essen gegangen. Normalerweise gehen wir immer was essen, aber wir haben sehr gut zu Mittag gegessen. Irgendwie sind wir noch voll satt und deswegen werde ich mich jetzt vom Vlog verabschieden. Ich muss zum Kleinen, der ist nämlich unruhig und ich lade übrigens gerade ein Video hoch. Das Kofferpacken-Video. Ja. Na gut, wir sehen uns dann die Tage wieder. Ich werde auf jeden Fall morgen, glaube ich, nicht vloggen. Aber dafür die nächsten wieder.